werde ich mir jetzt erstmal zwei von diesen Windmühlen machen. Ups. Komm. Die werde ich garantiert irgendwann aufbrauchen. Ein paar davon kann ich ja bis jetzt noch weglegen. Aber die werde ich noch garantiert brauchen für diese Sachen. So. Und ich brauche noch drei Zinnplatten. Den einen verbrauche ich jetzt schon. Dann kommt das auch noch. Und die 10 werden auch noch zu. Ich glaube, ich habe jetzt sogar doppelt so viele gemacht. Ich bin gerade nicht sicher mit dem Kopfrechnen. Ich brauche auf jeden Fall. Hallo? Ich bräuchte 5 davon. 5 Zinnkabel. Ja, habe ich auf jeden Fall. Ja, ich habe doppelt so viel gemacht. Nein. Stimmt sogar. Mann, bin ich gut. So. Damit machen wir dann auch unsere weiteren Iron Furnaces fertig. Zack. So. Diese Generator müssen wir jetzt nur noch. Ich habe schon wieder zu wenig Iron. Da hatten wir noch ein 32er Stick. Müssen jetzt komplett. Mit Eisen ummantelt werden. Nein, nicht komplett, aber so. Und jetzt brauchen wir für diese Extreme Low Voltage 2LV-Transformatoren. Und die machte man aus unisoliertem Kupfer. Dafür braucht man 2, 4, 6, 8. Man brauchte, also wir brauchen 8 unisoliertes Kupfer. Acht Stück und erstmal so. Erstmal machen, bevor man redet, auf jeden Fall. Oh. Ja, ich würde sagen, der Cutter ist auch wieder hinüber. Aber das kann man ja ganz einfach nachmachen, denn das Rezept habe ich noch im Kopf. Super. So, 16 unisoliertes Kupfer ist wichtig. Und hallo? Oh ne. Zack. Schon haben wir zwei davon. Jetzt fehlte nur noch zwei falschen. Ich habe kein Holz mehr, glaube ich. Ich habe kein Holz mehr. Auf jeden Fall fehlen da noch vier davon. Zack. Und das wär's fürs Erste. Und dann gehe ich mal kurz gucken, ob ich noch Holz habe, denn ja, davon habe ich nicht mehr viel. Nehme ich mir direkt mal. Hallo? Da bist du ja. Und die Axt mit. Und gehe damit mal was Holz holen. Als Erstes ernte ich mal schön die Bäume. Denn das Zeug brauchen wir ganz dringend. Ach komm, her mit dir. So. Hat hier irgendein Baum noch was? Ja, du hast noch was. Schön. Da haben wir schon wieder 30 Stück. Und dann gehe ich noch ein. Ach ja, stimmt. Ein Urwaldbaum fällen. Wo ich wahrscheinlich mit der Axt nicht auskommen werde. Aber ich glaube, das ist fürs Erste egal. Denn ich brauche ja nur Holz und ich möchte den Baum kann ich am Ende auch noch mal weiter fällen.
kommen. Ja, da war es um die schöne Axt geschehen. Flieg mir bitte nicht irgendwo runter. Ich möchte keinen Fallschaden bekommen, auch wenn ich dafür nur Energie verliere im Moment. So, im Moment, komm, 16 kann ich schon mal da rein tun. Habe ich jetzt wieder Kupfer, das ist schön. So, nein, das ist der Macerator hier. Was habe ich denn da drin? Crashed Iron Ore. Ah. Okay. Da kommt scheinbar jetzt was Neues raus seit dem Update. Ich weiß aber nicht warum. So. Hier kommt... Oh. Ich müsste das vielleicht vorher... Und meine Empfindlichkeit höher stellen. Ja. So. Hopp. Full Jungle Door. Oh, man kann damit noch was anderes machen. Cool. So. So. Juhu. Die Frage ist... Lohnt sich das jetzt, was ich hier gemacht habe? Ich würde sagen, 9 brauchen wir garantiert zum Hochbauen, denn die halten ja nur 40 Blöcke lang. Soweit ich weiß. Und die halten maximal 32 EU aus. Ja. Das bedeutet, wir dürfen da... Ich werde ja jetzt 24 EU dran klatschen. Dieses eine Kabel da. Dann dürfte ich noch eine von... Ups. Eine von diesen Teilen dran bauen. Und dann wär's das. Ups. Hallo. Ich möchte hier auch raus. So, schön. Oh. Vielleicht ist das keine so gute Idee, direkt hier das ganze Ding zu bauen. Ich fürchte, ich brauche dann noch etwas mehr. Weil ich ja genügend Platz an den Seiten brauche, um das profitabel zu gestalten. Soweit ich das jetzt gelesen habe. So. Mal gucken. Eine Windmühle. Man sieht auf jeden Fall nicht, dass was rauskommt. Das finde ich schade, aber... Man sieht auch nicht, dass es sich großartig verändert. Obwohl. Es scheint mir schneller zu gehen. Es scheint. So, kann ich das Ding jetzt noch oben drauf machen? Oh. Ganz schlechte Idee. Dringend die Wrench holen. Habe ich die im Inventar? Nein, natürlich nicht. Das war jetzt schlecht, was ich gemacht habe. Scheiße. Man kann auch dummerweise nicht sehen, wie... Hallo? Schön. Kann auch dummerweise nicht sehen, wie viel das Ding jetzt verbraucht. Ah. Man braucht... Man braucht noch einen Rotor.
Gut zu wissen. Und es gibt scheinbar nur einen Output und der muss unten sein. Ja, dann würde ich sagen, wir brauchen noch etwas. Nein! Das wäre jetzt noch schlechter. Aber zum Glück ist der noch komplett. So. Wir brauchen etwas von unserem Rubber. So. Wir machen davon nochmal 4 und das Ganze schön zu der Richtung. Noch einen hoch. Jetzt könnten wir das Ding da drauf machen. So, es generiert noch immer nichts, weil wir keinen Rotor haben. Aber das wird sich jetzt gleich ändern, denn oh. Efficiency. Scheiße. Alloy Rotor Close. Plus String plus Wolle. Wolle haben wir jetzt natürlich nicht. Iridium haben wir auch nicht. Alloy. Advanced Alloy haben wir natürlich auch nicht. Carbon. Carbon Plate plus Basic Machine Kit. 24 Stunden. Ja,